Jetzt bei einer Stimme, einer der Mitorganisatoren der Hanfparade, Aktivist für die Freigabe von Drogen, warst schon in vielen Talkshows. Hallo Steffen Geier. Hallo. Steffen, welches Politikthema kommt dir im aktuellen Wahlkampf viel zu kurz? Um es kurz zu sagen, direkte Demokratie. Ich würde mir wünschen, dass in unserem Staat mehr Macht direkt vom Volke ausgeht. Also Bürgerentscheide, aktivere Beteiligung an Demonstrationen, Straßenarbeit, Kampagnenarbeit, sowas kommt bei uns zu kurz. An welchen Themen würdest du gerne mehr mitentscheiden? Mein Klassiker im Themen ist die Legalisierung von Cannabis. Ich kämpfe dafür, dass wir die Drogenpolitik grundsätzlich ändern, weg von der Repression und hin zu staatlicher Kontrolle, weg von der Mafia, hin zu Jugendschutz und solchen Dingen. Also alles freigeben an Drogen? Im Endeffekt ja, wir müssen den Leuten da draußen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, natürlich Zeit lassen, uns hinterher zu laufen geistig. Deshalb erstmal Cannabis legalisieren, damit beweisen, dass das funktioniert und dann reden wir über den ganzen Rest. Würden deine Eltern verstehen, wenn du forderst, alle Drogen freigeben? Was sagt die Mutti? Mutti sagt, das finde ich gut, kommt deshalb auch zur Hanfparade. Wenn du dir so die Parteien anguckst und jetzt gerade die Bundesregierung anguckst, meinst du, denen würde das leichter fallen, eine anständige Drogenpolitik zu machen, wenn die selber mehr kiffen würden? Man muss nicht kiffen, um eine vernünftige Drogenpolitik zu machen. Ich muss ja auch kein Baum sein, um mich für die Erhaltung des Regenwaldes einzusetzen. Wenn man mal nüchtern darüber nachdenkt, dann kommt man sehr schnell auf den Schluss, dass das Drogenverbot mehr schadet, als es jemals nützen kann. Selbst wenn es erfolgreich wäre, und das ist es ja nicht, wir haben Millionen Konsumenten illegalisierter Drogen, aber selbst wenn es die nicht gäbe, dann wären noch so viele andere Bereiche, in denen das Verbot schadet, dass wir es uns nicht leisten können, an dieser Politik festzuhalten. Wir haben gerade einen großen Abhörskandal, wenn in Deutschland die Rechte von Einzelnen eingeschränkt werden, die Postgeheimnis, die Unverletzlichkeit der Wohnung etc., dann sind Drogen immer das erste Thema, für das das gemacht wird. Lange bevor jemand Terroristen ins Spiel bringt, dann heißt es, ja, aber wir müssen die Kinder vor Drogen schützen und deshalb ist es zulässig, Freiheitsrechte zu beschneiden. Ja, muss man die Kinder denn nicht vor Drogen schützen? Natürlich, aber muss man das damit tun, dass man mir und dir das Kiffen verbietet? Muss man das damit tun, dass man Milliarden Euro jedes Jahr in Repression investiert? Wäre es nicht viel geschickter, ein paar Millionen in Präventionsarbeit zu investieren? Wie sollte die Politik dieses Thema aufgreifen und das dazu bringen, dass man da zu einer veränderten Entscheidung kommt? Wenn es nach mir ginge, dann wird noch vor der Sommerpause Cannabis einfach aus der Anlage des Betäubungsmittelgesetzes gestrichen. Das heißt ja nicht, dass am nächsten Tag dann alle Leute kiffen und nicht mehr zu arbeiten gehen. Es wird weiter Strom geben und Lebensmittel zu kaufen. Aber wir sparen uns einen ganzen Haufen Polizeiarbeit. Wir können 10.000 Menschen aus dem Gefängnis entlassen und die wieder produktiv in unser Leben integrieren. Vielleicht würde die Gesellschaft tatsächlich ein wenig wärmer, wenn weniger Menschen Angst haben müssen wegen eines Verhaltens, das niemandem schadet. Aber die Angst ist genauso ein Punkt, mit der da oft gespielt wird. Das gehört zu dem Einmaleins eines Politikers, dass man, wenn man keine Argumente mehr hat, den Leuten Angst macht. Am besten vor irgendwas, was sie gar nicht so wirklich betrifft. Gehst du wählen? Natürlich gehe ich wählen. Ich habe nicht viele Möglichkeiten, was zu tun, aber die, die ich habe, nutze ich auch. Weil ich genau weiß, dass es denen da oben nicht gefällt, wie ich wähle. Könntest du dir vorstellen, für eine Partei zu wählen, deren Drogenpolitik absolut nicht deiner Linie entspricht? Politik ist die Kunst, den richtigen Kompromiss zu finden. Und auch bei der Wahlentscheidung muss man Kompromisse machen. Ich kann mir vorstellen, dass andere Themen in der Summe so wichtig sind, dass ich mein Kreuz auch einer Partei gebe, die eine schlechte Cannabispolitik macht. Wenn man sich da die Bundestagswahlprogramme mal anguckt, dann wird man feststellen, dass bei den meisten Parteien zum Thema Drogen gar nichts drinsteht. CDU, CSU, SPD, die haben das Thema nicht wichtig genug erachtet, obwohl es in der Bevölkerung wichtig ist. 8 Millionen Menschen in diesem Land konsumieren Cannabis. Weitere 20, vielleicht 30 Millionen sind direkte Verwandte von Menschen, die vielleicht morgen schon im Gefängnis landen. Aber wenn man so viele Leute hat, die man damit direkt ansprechen kann, woran liegt denn das, dass jeder Wahlkampfstratege sagt, Finger weg von Drogenpolitik, damit kannst du keine Wahl gewinnen? Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn man das immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt, Drogenpolitik macht die Karriere kaputt, Drogenpolitik macht die Karriere kaputt, dann passiert das natürlich auch. Wir bestimmen unsere Realität ja selbst. Realität ist basisdemokratisch. Wenn wir alle sagen, das Gras ist blau, dann ist das blau. Das ist ja nur ein Bezeichner. Danke, Steffen. Wir sitzen an einer grünen Bank vor blauem Gras. Das war Steffen Geier. Danke.